Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Bärlauch. Bärlauch könnt ihr teilweise kaufen mittlerweile auf den Märkten, ihr könnt ihn aber auch in Wäldern mittlerweile sammeln. Ich habe meinen bei uns direkt sammeln können und ihr erkennt ihn daran, er hat so ein bisschen eine Schwertform, also ein bisschen ein längliches Blatt, das hier unten zuläuft, also nicht rund, sondern wirklich spitz zuläuft. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann geht her, reibt Bärlauch oder quetscht ihn und dann, wenn er dann nach Knoblauch riecht, dann seid ihr richtig. Dann habt ihr das Richtige gefunden. Bärlauch, wenn ihr den nicht gleich verwendet, bitte nicht so in den Kühlschrank legen, wie er jetzt hier liegt, sondern nehmt ihn, packt ihn in eine Kleenex-Papier und gebt kaltes Wasser drauf und packt ihn dann in einen Gefrierbeutel und dann könnt ihr ihn im Kühlschrank ein, zwei Tage lagern. Er ist nicht zur Dauerlagerung im Kühlschrank geeignet, da solltet ihr ihn verarbeiten. Eine Form der Verarbeitung, die ihr gerne machen könnt, das ist relativ einfach, ist die Kräuterbutter. Ich habe meine hier schön in Backpapier eingewickelt. Ihr seht, sie hat eine wunderschöne Farbe. Die könnt ihr auch ohne weiteres eingefrieren und für die Gartensaison, also für die Grillsaison, sehr, sehr gut nutzen. Ihr könnt aber auch hergehen, das Bärlauch klein schneiden, mit gutem Olivenöl übergießen. Oben sollte eine Schicht Olivenöl sein, damit es nicht ranzig wird. Und dann habt ihr auch sozusagen die Basis für ein richtig tolles Pesto. Weitere Gerichte und weitere Ideen zu Bärlauch findet ihr natürlich bei mir auf dem Blog. Ansonsten auch noch einige Rezepte hier auf YouTube bei mir. Und es wird immer wieder das eine oder andere noch dazukommen, denn ich finde, Bärlauch ist eine super Geschichte, ist auch wahnsinnig gesund und für Nicht-Knoblauch-Fans auch eine tolle Sache, weil er riecht zwar nach Knoblauch, aber ihr schmeckt, also ihr selber riecht später nicht nach Knoblauch. Das ist ein ganz toller Effekt und er ist toll zu verarbeiten in Brot, in Pastas, also mit Pastas oder auch zu einer Pasta. Zu Spätzle, was bei uns mehr so die Region ist, aber auch für Tarts und so weiter. Also Bärlauch ist für mich so richtig schön universell. Und solange die Pflanze nicht blüht, könnt ihr sie ernten. Nach der Blüte, also wenn die Blüte hochgeht, ist es vorbei. Also seid ihr jetzt gerade noch in der richtigen Saison. Bei uns habe ich gesehen, die Knospen sind schon am Start. Es war für mich das letzte Mal, dass ich das Bärlauch geerntet habe. Aber ihr werdet dafür auch noch einige Gerichte von mir sehen. Und ein paar Rezepte dazu und wünsche euch viel Spaß damit. Wenn ihr noch Fragen zu Bärlauch habt, schreibt sie mir unten rein. Ich hoffe, ich kann euch alles beantworten, was ihr gerne noch wissen möchtet. Ansonsten viel Spaß mit den Rezepten hier auf YouTube und natürlich bei mir auf dem Blog unter rezepte-silkeswelt.de.